Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wir haben den Stellplatz gewechselt, daher jetzt auch eine neue Umgebung, die wir erkunden werden. Man kann im Hintergrund schon sehen, wir befinden uns an einem Stausee, der in einer Schlucht gelegen ist und hier sieht es wirklich einfach nur fantastisch aus. Des Weiteren werden wir heute noch zu einer Ruine gehen, wo man eine super Aussicht auf die Umgebung hier hat. Ja, das ist hier der Stausee und der liegt hier einfach komplett zwischen den Bergen und die sehen einfach nur wild aus. Aber was noch viel geiler ist, hier hinter dem Stausee, da fließen noch so zwei Wasserfälle entlang und die zeige ich euch auch gleich nochmal. Was man auch sagen muss, das Wasser hier ist unglaublich klar. Ich weiß nicht, wie gut das auf der Kamera rüberkommt, aber hier kann man locker 3 Meter nach unten an den Felsen gucken. Das ist echt einfach nur mega nice. Hier hat man auch bestimmt ein paar gute Spots zum Klippenspringen. Wir haben hier schon mal geguckt gehabt. Problem ist eigentlich nicht, die Klippen gibt es hier en masse, auch da hinten. Aber das Rauskommen ist das Problem und man möchte es ja auch nicht direkt an dem Staudamm machen. Da habe ich ein bisschen Angst vor Strömungen. Aber prinzipiell gibt es hier echt richtig nice Spots. Da werden wir auch noch mal gucken. Also ich würde mal sagen, da habe ich nicht zu viel versprochen. Auch da unten das Wasser. Es ist so verdammt klar und türkis, grün, wie auch immer. Hier hinten mit der Landschaft einfach nur mega schön. Wir haben uns da vorne einfach in so eine Haltebucht reingestellt. Da ist zwar eigentlich Halteverbot, aber es interessiert hier keinen. Wir stehen hier schon seit bestimmt einer Dreiviertelstunde. Also von daher alles entspannt. Manchmal halten Leute neben uns an und die wollen dann selber hier filmen und warten dann einfach hier, machen Fotos. Also alles ganz easy. In Deutschland wärst du hier wahrscheinlich schon abgeschleppt worden. Hier ein bisschen anders. Aber bevor wir jetzt hier abhauen, gibt es noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Ja, ich denke mal, es sind ein paar schöne Aufnahmen dabei entstanden. Wir sind jetzt auch gut durchgebraten, weil es ist heute sehr, sehr warm. Es war die letzten 3 Tage auch sehr warm. Also wir haben hier zwischen 29 und 33 Grad und die Sonne knallt. Hier ist wenig Wind wegen den Bergen. Und jetzt geht es nochmal zu der Ruine, die ich eben gesagt hatte. Da werden wir auch nochmal ein bisschen filmen und allgemein dahin laufen. Das Dorf ist auch echt schön und da nehmen wir euch auch ein bisschen mit. Ja, kleine Planänderung. Wir sind nicht bei der eigentlichen Ruine, sondern jetzt hier bei einer verlassenen Brücke beziehungsweise auch so eine Art Ruine. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal an, weil die läuft ja auch über den Fluss beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Das sieht hier schon echt nice aus, gerade weil das hier so schön zugewachsen noch ist. Hier hinten läuft dann auch der Fluss entlang. Quasi hier in diese Richtung. Entlang ist auch dann der Staudamm, der ist keine, ich würde mal sagen, so 2-3 Kilometer von hier entfernt. Und dann haben wir uns gedacht, das nehmen wir auch nochmal mit, aber auch hier das Panorama, echt so nice. Sieht schon echt wild aus hier. Man muss aber sagen, der Fluss ist deutlich reißender, als wir das anfangs dachten. Hier in die Richtung gibt es auch noch irgendwo eine Brücke, wo man hätte runterspringen können. Da haben wir uns aber noch gedacht, so Der Fluss, der sieht dann doch ein bisschen sehr stark von der Strömung her aus. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, das nochmal zu überdenken. Das Wasser hier ist so unglaublich klar. Einfach nur richtig schön. Und in der anderen Richtung kann man auch schon die Ruine erkennen. Ah, man sieht es schlecht, da oben irgendwo, wo wir eigentlich hin wollten. Da hatte man eine richtig gute 360 Grad Aussicht hier um die Umgebung. Es ist schlimmer aus, als es sieht. Ja, echt schön hier. Leider auch wieder viel Viehzeug hier rundherum durch den Fluss. Deswegen geht es jetzt weiter da oben zu der Ruine, wo man so eine richtig schöne Aussicht hat. Und durch das Dorf geht es jetzt ganz da oben zu dieser Ruine. Und hier auf der Seite hinter den Bäumen ist unser Stellplatz. An sich schön ruhig gelegen. Hier ist zwar noch eine Baustelle, aber eben haben wir das erste Mal überhaupt Leute gesehen, die da was machen.
Man kann sich hier nicht beschweren. Hier hinten ist der Fluss, allgemein mit der Aussicht richtig schön. Und das alles kostenlos. Das darf man auch immer nicht vergessen. Kostenlos. Besser geht's nicht. Hier hängt auch noch mal ein Thermometer. Das hat die Vanessa gerade gesehen. Ich weiß nicht, welcher, wo man sieht. 29 Grad. Und der Planet brennt. Also es ist echt unglaublich warm. Ist so ein richtig schönes, kleines, spanisches Dorf. Oder wie sehen Sie das? Ich sehe das auch so. Oh Gott, du hast eine Spinne auf dem Kopf. Du hast eine Spinne auf dem Kopf. Sie hat eine Spinne auf dem Kopf. Habe ich nicht. Nein, hat sie nicht. Oh Gott, sie geht nicht weg. Geh weg, geh weg, auf die Liste. Ciao. Sie ist weg, da unten ist sie. Danke, dass du mich gerettet hast. Boah, das Ding ist, beim ersten Mal pusten ist sie nicht weg und dann ist sie so in deine Haare angefangen reinzukriechen und wollte nicht mehr weg. Und dann habe ich nochmal gepustet und es ging echt ganz schlecht. Danke. Was die Vanessa sagen wollte, ist, hier gibt es überall und wirklich in Unmengen Schwalben. Das ist aber jetzt an einem Punkt hier, der nicht mehr ganz so schön ist, weil hier ist alles vollgekackt. Ja, da die Stelle kannst du ja... Ja, das ist ja direkt vorm Nest, das ist ja noch weniger schlimm, aber der ganze Boden, es ist alles vollgeschissen. Man hat echt Angst, hier lang zu laufen, weil überall fliegen Schwalben über ein. Mal gucken, wo es hingeht. Du, Diggi, mach mal Scheiß drauf. Ja, man hat halt echt Angst, dass man hier komplett vollgeschissen wird, also... Ja. Das ist hier echt anders, ne? Gerade, weil die halt einfach nur über Dach zu Dach, die schweben hier richtig durch. Ja, also es ist wirklich eine Unmenge. Habe ich so auch noch nie irgendwo gesehen. Also ist hier schon gefühlt eine Plage. Ich weiß nicht, wie das hier mit Naturschutz und was weiß ich, was bei Schwalben steht, aber ist schon eine ganze Menge. Bei Wespen sieht man hier gar nicht. Das stimmt. Also wir haben hier insgesamt wahrscheinlich so 5 Wespen gesehen in Spanien. Vielleicht 10, was weiß ich. Weil wer weiß, ob die unter Naturschutz stehen oder ob die Spanier sich denken, ach. Die machen mal weg, meinst du? Wespen sind eh scheiße. Ja. Also bei Wespen, ach. Ja, also bei Bienen, da wäre ich jetzt auch nicht so. Aber bei Wespen ist mir nur egal. Hummeln mag ich auch. Aber Wespen oder diese Hornissen, bleh. Ja, aber Wespen machen halt viel so Ungeziefer kaputt, ne? Aber dafür nerven die halt voll beim Essen und sind so aggressiv und aufdringlich. Ich wollte gerade sagen, dieses Aggressive und Aufdringliche, das ist eher so das Problem, was ich mit denen habe. Ja. Bienen und Hummeln, die machen halt ihr Ding, die kannst du auch in Ruhe lassen, aber die Viecher, die kommen immer an, wenn du es nicht brauchst. Also die Honigbienen hier sind aber auch unglaublich dumm, die fliegen hier immer ans Meer. Ja, und ersaufen sich selber. Ja, da haben wir auch schon ein paar gerettet. Fluss, überall. Ja, die haben ja schon ein paar gerettet, aber ich glaube, das ist dann direkt danach, ist die Biene wieder da reingeflogen. Die hat sich gedacht gehabt, nee, wenn ich mich suizidiere, dann sofort. Generell, du läufst am Strand rum, egal an welchem Strand wir bisher waren, du läufst dich da jetzt mal 10, 20 Meter, die nächste Biene. Ja. 15 Meter, die nächste Biene. Also es ist nicht selten. Nee. Da hinten sind einfach ganz viele... Ein Spawnhund. Ja, da werden die Katzen gespawnt. Hola! Machen. Die sehen mir sehr schreckhaft aus. Seniors. Da ist ja noch einer. Ihr seid ja bis auf der eine oder die eine alles Puma. Ja. Und ihr werdet hier gefüttert oder warum liegt die hier? Oh, guck mal, sie ist richtig hübsch. Oh, ja. Sie hat so ein richtiges Katzengesicht und nicht so ein Katergesicht. Wie viele das sind? Ja. Also wie viele sind es denn? 6 sehe ich jetzt. Ja, bloß die 2, die noch da hinten waren, also 8. Ja, hier werden einfach die Katzen gespawnt. Jetzt wissen wir, wo sie herkommen. Tschüss, amigos. Mhm. Und hier ist noch eine Art alte Kirche. Die ist echt hoch. Also der Bogen hier ist recht hoch. Vanessa, stellen Sie sich doch mal in den Bogen, dass wir einen Größenvergleich haben. Ja, das sind bestimmt so, ja, 20 Meter. 20 Meter, 15 Meter, irgendwie sowas in die Richtung. Wir haben es gleich geschafft. Den Weg hier noch hoch. Dann sind wir da. Aber auch hier ist die Aussicht schon echt nice. Ganz da hinten sieht man auch unseren Stellplatz. Hier der Fluss. Ist ganz schön anstrengend hier hoch. Es ist ganz schön warm. Es weht halt auch leider nicht so viel Wind. Wenn Wind wehen würde, wäre alles gut. Aber es ist halt... Ja, steht sehr. Ja, jetzt gerade hier oben wird es langsam besser, aber der Weg hier hoch, der war jetzt wirklich beschwerlich. Aber die Katzen haben es uns erleichtert. Der Katzenspawnpunkt. Ja. Oh. Der spawnt aber hauptsächlich Puma. Ja, ist mir auch aufgefallen. Hier werden die Puma gespawnt. Jetzt wissen wir, wo sie herkommen. Aus Spanien kommen die Katzen her. Oh. Die letzten Meter noch.
können wir da oben erstmal rasten, aber wir haben wieder viel zu wenig zu trinken dabei. So, und als Deutscher muss man sich erstmal die Schweißarbeiten angucken. Naja, so eine 3 aus 10 würde ich sagen. Aber die Aussicht ist nice. Da ist auch die Brücke, wo wir eben waren. Kann man jetzt gut sehen. Ganz hier hinten durch, dahinter, vielleicht noch so ein Kilometer ungefähr, ist auch der Staudamm. Ganz da unten ist der Bagger. Wer ihn nicht kennt, ist der Bagger. Also wirklich richtig schön gelegen. Das Einzige, was an dem Stellplatz nervt, ist so ein bisschen das Viehzeug. Aber es ist logisch, ist halt direkt am Fluss gelegen. Da nisten die ganzen Mücken. Aber wir haben eigentlich gar nicht so viele Mücken, sondern eher diese scheiß Fliegen. Wir haben so unnormal viele Fliegen in dem Wohnwagen. Hat mir die ganze Zeit noch gar nicht eigentlich gehabt. Immer mal eine, aber... Immer Mücken, aber keine Fliegen. Ja. Aber das Ding ist, bei den Fliegen, die nerven zum Glück nachts nicht. Aber sobald da irgendwie ein bisschen Licht in diesem Wohnwagen ist, die kleben überall an einen. Mhm. Die setzen sich nicht irgendwo hin und lassen einen in Ruhe, sondern die setzen sich einfach nur an einen. Dann haust du sie weg und sie fliegen direkt wieder an einen. Das und das ist Ding ist, nervig. Es ist ja auch ab 6 Uhr jetzt hell. Ja. Also das ist ab 6 Uhr hat man die Viecher um sich. Sondern wenn du dann bis um 8 Uhr schläfst, du bist halt nicht mehr wirklich gut am Schlafen. Mhm. Hier ist auch nochmal diese Kirchenruine, wo die Vanessa eben drinnen gestanden hat. Oder vermutlich Kirchenruine. Da hinten ist auch noch eine Art Ruine. Ja, das Dorf besteht aus Ruinen. Aber was die Vanessa und ich gestern schon gesagt haben, in Frankreich, da wo wir durchgefahren sind, durch die Dörfer, da waren echt extrem viele leerstehende Häuser. Und hier ist das gar nicht so. Also hier sieht alles bewohnt aus, bis auf so vereinzelt mal. Aber in Frankreich komplett, da sieht man, die Leute ziehen in die Stadt oder die Bevölkerung geht zurück, wie auch immer. Und hier ist alles noch sehr gut und dicht besiedelt. Beziehungsweise nicht dicht besiedelt, aber halt sehr bewohnt. Aber auch hier hinten die Häuser sind echt schön. Da hat man schön seine Ruhe. Allgemein ist es hier echt nachts sehr, sehr ruhig und entspannt. Also außer unsere Nachbarn, die wir jetzt die letzten Tage hatten, aber die sind jetzt zum Glück weg. Ja, ja, die waren echt ätzend. Mit ihren zwei kläffenden Kötern die ganze Zeit waren die Hunde nur am Bellen. Ja, das noch viel schlimmerer war, wir hatten nachts so um 12, 1. Die sind draußen, unterhalten sich sehr laut mit ihren anderen Nachbarn. Die waren zu zweit da. Und wenn man dann schlafen will und die Nachbarn unterhalten sich so laut, da dreht man dann doch ein bisschen durch. Jetzt muss morgens um 7 oder um 6 waren sie dann direkt wieder draußen laut. Und dann waren die Hunde nur noch am Bellen. Ja. Dann waren nur noch die Hunde am Bellen. Und man muss auch dazu sagen, das war jetzt nicht ein Abend. Nein, das waren diese kompletten 3 Tage, wo die da waren. Die anderen Leute haben sich alle einigermaßen benommen gehabt. Ne? Ich meine, wenn man mal laut ist, ist alles nicht schlimm. Auch wenn man mal die Tür zuschmeißt, ja, okay. Aber nicht dauerhaft. Genau, man sollte schon so ein bisschen Respekt gegenüber den anderen haben. Aber das haben die Leute hier teilweise nicht. Die spülen ihre Toilettenkassetten hier an dem Frischwasser aus. Es ist wirklich einfach nur abartig. Das Ding ist, da werden halt mit Krankheiten übertragen, dass das die Leute halt auch nicht verstehen. Generell, ich will auch nicht die Pisse da irgendwo dran haben, mit dem ich dann später mein Essen koche. Ja, genau. Beziehungsweise mir die Zähne mitputzen. Ich will da nicht vorher ihre Pipi und Kacka da dran haben. Nee, das ist halt wirklich ekelhaft. Also, nee. Das Ding ist auch, die Leute, die es machen, das ist, denen ist einfach nur wirklich, denen müsste man eigentlich in die Fresse hauen. Anders kann man das nicht sagen, wirklich. Also ganz, ganz schlimm. Ich meine, wenn man seine eigenen Sachen wegmacht, ist das für die einen mehr schlimm, für die anderen weniger. Wir haben auch immer Handschuhe an, weil wir es jetzt auch nicht so geil finden. Aber Sachen von den anderen, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Außerdem schmiere ich meine Scheiße und meine Pisse nicht bei den anderen an den Wasserhahn. Nee. Also das ist einfach nur alleine schon aus Respekt, selbst wenn ich meins selber eklig finde. Ja. Und dann das andere ist ja nochmal schlimmer. Ja, ja. Aber da würde ich das niemals machen, alleine schon aus Respekt nicht. Was auch ganz heftig ist, ganz da hinten, hier ist der Stellplatz ungefähr, da steht noch so ein Wasserhäuschen direkt an dem Fluss dran, was auch immer was das ist. Und dahinter scheißen die Leute halt echt hin. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, wo du dir einfach nur an den Kopf fassen kannst. Was wir auch bemerkt haben, die Leute hier, egal ob sie wandern gehen, Fahrrad fahren, du hast an jedem, ich sag jetzt mal, normalen Seitenweg, so wie hier beispielsweise, hier liegt überall Klopapier und Scheiße. Das heißt, die Leute, wenn die hier spazieren gehen, die, machen ihre Geschäfte hier mitten auf dem Weg. Und du denkst dir, das ist ein Weg. Ich würde hier nicht mal meinen Hund hinscheißen lassen und würde das dann, wenn dann, hier auch wegmachen. Aber die machen das hier, als wäre das selbstverständlich. Hier liegt überall Klopapier und Scheiße. Ja, man muss auch dazu sagen, jetzt nochmal ganz klar, man könnte jetzt sagen, ja, das sind die Deutschen, Franzosen, was weiß ich was, Portugiesen, das ist ja jetzt egal. Nein, es sind wirklich Einheimische. Es sind Einheimische, wirklich nur Einheimische. Es sind ganz, also der Müll auch, der hier in Unmengen rumliegt, es ist leider wirklich so, das sind so, ich würde mal sagen,
95% die Spanier. Ja, weil in Frankreich oder in den Niederlanden, in Belgien, bei uns in Deutschland, du hattest das nie so krass wie hier. Hier fährst du überall hin, du hast überall den Schutt. Klar, ist bei uns auch mal. Aber hier ist überall Müll, hier ist überall Scheiße, hier ja. ist alles, alles dreckig. Ich weiß nicht, wie die Leute, die in diesem Land leben, das selber so verunstalten können, weil wir als Gastperson, klar, da gibt es auch einige, die sowas dann vernachlässigen, so von wegen ist nicht mein Land, aber... Ja, man versucht sich halt zu benehmen und die Leute hier untereinander, die fahren wahrscheinlich, keine Ahnung, 400 Kilometer von Südspanien nach, keine Ahnung, Mitte Spanien und da vermüllen die alles oder sie machen es auch da, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also es ist echt traurig, also ja. mehr kann man da... Man kann da natürlich auch sagen, kann jetzt sein, dass es an anderen Teilen von Spanien jetzt nicht so war, wir waren jetzt hier unten, ich sag jetzt mal Barcelona, Valencia, die Ecke mit hier den Pyrenäen in der Nähe und sowas, aber... Hier war es auf jeden Fall sehr schlimm und das hatten wir bisher in Frankreich kein bisschen. Ja. Oder halt in den anderen ja. Ländern, wo wir waren, kein bisschen. Wie gesagt, sind mit Sicherheit nicht alle so, bevor jetzt jemand sagt, oh, ihr schert alle über einen Kamm. Kann ja auch nur sein, dass das nur hier ist. Ja, aber man muss leider sagen, es ist halt wirklich, ich habe jetzt noch keinen Franzosen hier gesehen, der seine Sachen hier auf den Boden geworfen hat. Niederländer und Deutsche sowieso nicht. Das wird es mit Sicherheit mal geben, aber nicht in der Menge, wie es hier die Spanier machen. Ja. So, für uns geht es jetzt wieder runter. Und dabei versuchen wir uns nicht von irgendwelchen... Schwalben vollscheißen zu lassen und von irgendwelchen Katzen töten zu lassen. Oh nee, das mit den Katzen töten finde ich aber cool. Ja, das ist wenigstens ein würdevoller Tod, den man dann hat. Dann kann man wenigstens auf seinen Grabstein schreiben. Der Zombie-Modus ist, macht echt Spaß. Da habe ich Spaß meines Lebens. Der ist echt gut. Ja, da, also da, ja, was, wie, hä? Ach so. Also der Weg hier runter ist auch wild. Das kommt zwar nicht so rüber, aber man läuft hier echt wie ein Krüppel runter. Es ist so verdammt steil. Man sieht es bei den Treppenstufen. Ja, 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 ja. Aber hier auch, wenn du hier in die Garage rein willst, ne, da musst du auch gucken, wie du reinfährst, weil sonst setzt du unten gut auf. Hier sind dann schon die nächsten Katzen. Die eine hat keinen ganzen Schwanz mehr, sie kriegen aber da was zu trinken und was zu fressen. Hola, Senor. Aber sein Schwanz sieht ganz komisch aus. Der sieht so aus, als wäre der hinten verwachsen, ne? Ja. Ganz merkwürdig. Er ist noch entweder ganz klein oder war sehr unterernährt, als er klein war. Ja, aber hier haben sie einen guten Spot. Hier gibt's Futter, hier gibt's was zu trinken. Wir sind jetzt wieder am Stellplatz angekommen und ich würde auch damit sagen, wenn euch das gefallen hat, abonniert den Kanal, kommentiert meine Videos. Ihr kennt das Ganze. Macht's gut und ciao. Tschüss.